Das 103.7 Unser Ding. Hallberg Open Air 2014. Die Mädels fallen reihenweise in Ohnmacht, wenn sie nur seinen Namen hören. Ja, er wird auch der deutsche Justin Bieber genannt bei mir jetzt. KF! Hi! Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wie gefällt es dir auf dem Hallberg Open Air? Ist jetzt super auf jeden Fall. Wir haben gerade einen relativ coolen Auftritt hier gehabt auf jeden Fall. Ging ab. Und ich freue mich auf jeden Fall gleich noch Raff noch ein bisschen zu gucken und auf die ZVDNS und Genetik auf jeden Fall freue ich mich auch voll. Ja, irgendwie das ist eine besondere Geschichte, ne, mit Raff. Ich glaube, du hast dich ziemlich gefreut, gerade ihn zu sehen. Ja, es gab so ein paar kleine Stories, als ich ihn vor 2 Jahren als Fan mal irgendwie getroffen habe, weil wir so eine Aktion gemacht haben. Und dann kam ein Album letztes Jahr an seinem Release Day auch raus und jetzt haben wir unsere Backstage-Bereiche nebeneinander und so. Das ist krass. Geil eigentlich. Ja, ist cool. Aber es ist natürlich auch einfach oberkrass, wie du abgehst, ja? Also über 200.000 Abonnenten auf YouTube, Facebook ja. Auch über 200.000 ja. Likes und so. Alter, wie verkraftet man, dass einen so viele Leute cool finden? Gar nicht. Das ist immer die Frage, wie verarbeitet man das und so? Ich ja, ohne Scheiß, was machst du? Also wie wachst du morgens auf und denkst so, was keine geht? Ahnung, ganz normal. So. Ich bin mir halt nicht so, hä? Also man rafft das nicht, man versteht es gar nicht. Es kommt einfach gar nicht bei einem selber so an, dass man jetzt 200.000, so zwei Fußballstadien voll oder so an Menschen da irgendwie am Start hat. Das ist unwirklich einfach. Ja, aber es ist ja auch vor allen Dingen, also wirklich gerade die Mädels, die gehen ja wirklich ab, dass alles zu spät ist, wenn sie nur deinen Namen hören oder wenn du vorbeiläufst, habe ich vorhin gesehen, die sind alle dann völlig aus dem Häuschen. Hattest du schon mal irgendeine richtig krasse Fanbegegnung? Was war so deine krasseste Begegnung mit einem Fan? Boah, die krasseste Begegnung war, also was lustig war, war so ein Flugzeug halt irgendwie nach Mallorca, bin ich erkannt worden, haben ein paar Fotos gemacht. Aber generell, ach, es ist immer krass, wenn man in die Stadt geht einfach. Man ist ganz normal irgendwie am Shoppen und dann wird man erkannt. Das ist immer krass. Also sowas richtig krasses jetzt habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht erlebt, wo ich sage, boah, da bin ich selber fast in Ohnmacht gefallen. Aber generell ist es einfach immer cool, wenn du so durch die Stadt gehst und einfach Leute kommen und die kennen dich und feiern dich und ist einfach macht cool. Dir das dann auch nichts aus, wenn die dann, also nicht, ne, ist es irgendwie nicht. Manchmal also, auch ein bisschen nervig, manchmal komisch oder ist das immer nur... Gar nicht. Also ich bin jemand, der dann sagt, okay, das ist so, ich habe mir das ausgesucht, ich wollte Musik machen, Gott sei Dank hat es so funktioniert, ich kann davon leben und dann ist es ganz normal, dass das dazugehört. Also ich wäre niemand, der sagt, ey, oh Gott, ich gehe nicht raus, weil das sind Fans oder so. Jetzt hast du gesagt, noch so richtig in Ohnmacht gefallen, wirklich vor deinen Augen ist ja noch kein Mädel. Oder? Nee, also es ist immer beim Konzert, welche so haben sich zu sehr, aber nein. Okay, aber trotzdem hast du dich ja schon mal jetzt so ein bisschen schlau gemacht, wie du am besten reagierst, wenn mal was ist. Du warst beim Deutschen Roten Kreuz zusammen mit meinem Kollegen Freaky Jörn und jetzt, ich weiß, ich habe den vorhin irgendwo gesehen. Ich guck mal ganz, ja, da ist er. Komm mal ran. Freaky Jörn. Wir holen ihn mal dazu, den Freaky Jörn. Okay. Hallo. Bitte setz dich. Herzlich willkommen. Wir haben gerade darüber gequatscht, wie es bei euch war beim Deutschen Roten Kreuz. Ja, ihr wart ja zusammen unterwegs. Okay, vielleicht kannst du ganz kurz einmal sagen, wie war das so? Das ging ab. Es war verrückt. Also was ich halt voll krass fand, war da diese Krankenwagengeschichte, dass ich in den Krankenwagen gefahren bin. Fand ich mega nice. Das hat über Spaß gemacht. Und generell halt sehr, hat einfach Spaß gemacht. So. Mich hat halt einfach mal interessiert, wie das so ist. Wenn er kommt, hat man ja eben gemerkt, alle komplett am Ausrasten. Und was macht man dann, ne, wenn so ein paar Mädels mal umkippen? Das wollten wir mal genau wissen. Deshalb haben wir uns das mal erklären lassen vom Deutschen Roten Kreuz. Geil war aber tatsächlich auch diese Kiste fahren. Dieser Krankenwagen, ne, war alles gar nicht so einfach. Sirene an, ja, aber wie geht sah das denn aber gut wieder aus? Sah auf jeden Fall gut aus. Sah sehr professionell aus, kann man an der Stelle sagen. Ja, geil, perfekt. Und vor allen Dingen haben wir gelernt, ne, am Ende ein Song von dir und dann läuft die Sache sowieso. Ja. Cool. KF, Jan, wo du da bist, ich würde sagen, jetzt bleiben wir mal ein bisschen zusammen. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für dich sozusagen. Also das ist Überraschung. Eigentlich ist es eher ein Geschenk für mich selber. Vorsicht, sorry. Okay. Ich habe ein Buch gebastelt. Wow. Ja, und das ist ziemlich grandios geworden. Warte, jetzt muss ich mal gucken, wo ich dich habe. Das bist nicht du. Boah, das ist so riesig. Da ist er, guck mal, ich habe nämlich, weil alles, was ich von dir wusste, habe ich schon mal eingetragen. Cool, das ist ja nice. Dein Name. Das ist wie so ein Freundschaftsbuch. Hey, so, jetzt hole ich meinen Stift kurz da unten raus. Ja, geil. So, und ich würde sagen, wir füllen das mal zusammen aus. So, für meine, ja. Weißt du, damit ich was von dir habe, auch wenn du nicht mehr da bist. Perfekt, perfekt. Ich kann das Mikrofon behalten. Ja, gerne, danke. Also, meine Augenfarbe ist grün, grau-grün. Ich schreibe aber einfach mal grün. Hier. Achso. Da kannst du nämlich gleich noch was Schönes malen vielleicht. Ich habe so lange nicht mehr mit der Hand geschrieben, so eine ekelhafte Sauglaue. Richtig diese 2.0 Kinder, die so nur noch am Handy schreiben. Sehr geil. Mein Lieblingsessen will ich auch wissen. Spaghetti Bolognese. Geil!
Kannst du das selber kochen? Pizza ist schon mein Lieblingsessen. Doch, Pizza ist noch krasser. Mit was drauf? Mit Salami. Salami schon. Und wenn ich ein Comic-Held wäre, dann wäre ich... Donald Duck, habe ich immer gefeiert. Ja. Warum Donald Duck und nicht Superman? Weil ich Superman halt nie gelesen habe und so. Ich bin, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen vor mir gewesen. Keine Ahnung. Donald Duck habe ich immer Mickey Mouse-Abo gehabt. Und jetzt werden wieder die Mädels kurz ein bisschen ganz besonders aufpassen, denn ich will wissen, was hast du beim Schlafen an? Was ich beim Schlafen an habe? Entweder nix oder eine Boxershorts. Ich schreibe jetzt eiskalt nix. Mädels, ja, Mädels, nix. Das wolltet ihr doch hören, oder? Ja. Ja, das mag ich an mir. Meine Lippen. Deine Lippen? Ja, oder? Sagen wir. Jörn, wie findest du? Können wir vorhin auch mal sehen. Ich finde deine Lippen extrem hot. Und jetzt dein Lieblingsplatz auf der ganzen weiten Welt. Boah, geil. Weiß ich auch direkt, Malediven. Ja? Mega. Warst du schon mal da? Nee, ich will, das ist mein Ziel. Wenn ich auf die Malediven war, höre ich auf mit allem. Okay, dann würde ich sagen, kennst du mir ab jetzt alle Flüge oder so auf die Malediven? Weil das ist ja meine Ansage. Warum? Einfach weil es da so geil ist. Nein, das ist so ein Running Gag bei uns. Ich höre erst auf, wenn das und das passiert. Nee, aber ich meine, warum Malediven? Achso. Ich finde es einfach so unfassbar schön. Also ich glaube, einfach wenn ich das irgendwo sehe auf Bildern, ist einfach so, wie ich mir das Paradies oder so vorstelle. Überkrass. So, und jetzt mehr. Etwas, was du wahrscheinlich gar nicht hast. Der peinlichste Moment in deinem Leben. Auch gestern noch diese Frage bekommen. Dabei dachte ich jetzt, das ist total mega kreativ. Ich muss wirklich lange nachdenken. Also ich weiß nicht, wie viel Akku ihr habt. Ja, das ist nicht so einfach. Das war mal bei so einem Date, aber das... Das ist interessant, ja. Hab mich mal vorne dem Mädel übergeben. Das war, glaube ich, das Peinlichste, was mir so passiert. Was ist mit dem Mädel? Jetzt habe ich es nicht verstanden. Also ich hatte ein Date mit dem Mädchen und musste halt voll kotzen irgendwie. Warum auch immer. Warum auch immer, vor allen Dingen. Also nicht wegen dem Mädchen. Wegen des Essens, hoffentlich. Ja. Oder? So, was soll ich da schreiben? Ich schreibe also einfach ein bisschen peinliches Date. Ja. In Klammern Brechreiz. Ja, oder genau. So. Irgendwie sowas. Brechreiz, keine Ahnung. Cool. So, und jetzt, wenn du magst, entweder kannst du dich selber malen oder noch eine kleine Personal Message oder so. Ich mal mal. Kannst du mal so alles rauslassen? Ich mal jetzt einen Joachim. Das kennt keiner. Joachim ist so ein Ding von mir und meiner Schwester von früher. Geil. Das male ich eigentlich immer, wenn mir jemand sagt, mal mal was. Mal ich einen Joachim. Malst einen Joachim? Keine Ahnung, warum es Joachim heißt. Schönen Gruß an alle Joachim. Joachim ist ein super Name. Es heißt einfach so. Bam. Sehr schön. KF, du hast schon gesagt, Raff guckst du dir noch an? Raff gucke ich mir auf jeden Fall an jetzt. Noch irgendjemand? Ja, Raff, den zwar den ist Genetik und Bosshaus wahrscheinlich auch noch. Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, würde ich sagen. Ja. Ne? Und Leute, KF. Das 103.7 Unser Ding, Hallberg Open Air 2014.